Was sind die Voraussetzungen, dass das betriebliche Vorschlagswesen erfolgreich ist? Nun, was sind die Voraussetzungen, dass das betriebliche Vorschlagswesen erfolgreich ist? Es braucht motivierte Mitarbeiter. Sonst macht nämlich keiner Vorschläge. Ja, motivierte Mitarbeiter ist eine Grundvoraussetzung. Dran, damit die Mitarbeiter auch motiviert sind, braucht es attraktive Prämien. Wenn man einmal sieht, dass ein Kollege da 10.000 Euro bekommen hat für einen Vorschlag, von dem der Kollege dann sagt, da wäre ich selber drauf gekommen, da hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen, dann überlegt man selber und dann macht man selber Vorschläge. Dann systematische Erfassung der Ideen. Ja, die Ideen müssen auch systematisch erfasst werden, sie müssen begutachtet werden, man muss entscheiden, und zwar möglichst zeitnah über die Umsetzung. Und es braucht ein innovationsfreundliches Management. Ja, wenn die immer sagen, nö, und wir wollen uns nicht verändern, dann hat es keinen Zweck. Ja, sondern auch das Management muss Innovationen, die ja Veränderung bedeuten, willens sein umzusetzen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.